Das Wassersportzentrum Lang in Mörbisch am See bietet in den Sommerferien die sogenannten Fun Weeks an. Bei familiärer Atmosphäre haben Kinder die Möglichkeit, verschiedene Wassersportarten wie beispielsweise Segeln, Surfen und Stand-up-Paddling kennenzulernen. Am Neusiedlersee im Wassersportzentrum Lang gibt es die Fun Weeks. Hier können Kinder verschiedenste Wassersportarten ausprobieren. Wir haben angefangen vom Segeln, Surfen, Stand-up-Paddeln. Dann für die etwas größeren Jugendlichen haben wir jetzt das Wingfoiling und das Kiteboarding oder noch Elektrobootfahren. Das bieten wir. Wir haben alle Möglichkeiten hier ausprobieren, alle Wassersportarten. Zum Beispiel, ich bin zuständig für Windsurfen und Stand-up-Paddle. Wir haben immer Wind, wir haben super Ausrüstung, viele Möglichkeiten. So die Kinder lieben das bei uns. Bei mir kannst du alle lernen Kitesurfen und die neuen Sportarten, das heißt Wingfoil und Windsurfen und Stand-up-Paddle. Alles Mögliche eigentlich. Ab 7 Jahren darf man teilnehmen. Den Kindern stehen Schwimmwesten und verschiedenste Surf- und Paddelutensilien zur Verfügung. Die kleineren Kinder haben meistens diese Optimisten, das sind die ganz kleinen Segelboote. Dann können sie auch Surfen probieren, Stand-up paddeln. Die etwas größeren, so von 11 Jahren aufwärts, haben aber, wenn der Wind passend ist, bieten wir auf unserem Kite-Trainer auch die Möglichkeit, das Kiten zu schnuppern. Oder das Wingfoiling, also alles, was eben bei uns geboten wird, können die Kinder in dieser Woche ausprobieren. Jede zweite Woche organisieren wir so Fun-Wochen und sie können dann Stand-up-Paddle, Segeln, Windsurfen, alle möglichen Sachen und sie haben riesen Spaß natürlich. Was hast du heute da schon ausprobiert oder die letzten Tage? Also wir sind Stand-up-Paddle gefahren und halt Segelboot. Und was hat dir besser gefallen? Eigentlich das Nachziehen mit dem Segelboot. Gefällt dir das sehr gut, weil durch es ist heiß? Ja, es gefällt mir sehr gut. Was gefällt dir am Neusiedlersee gut? Dass er nicht so tief ist und dass man nicht gehen kann. Was hast du heute schon so gemacht hier? Ich habe Opti-Fahren. Ich bin Stand-up-Paddeln gefahren mit dem großen Stand-up-Paddle. Ja. Ich war auch Stand-up-Paddeln und mit einem großen Stand-up-Paddle, wo mehr Leute waren, war ich auch schon. Und auch schwimmen. Ich habe gepaddelt und bin geschwommen. Was habt ihr heute hier schon gemacht an Aktivitäten? Also wir waren heute auch schon Stand-up-Paddle am großen Stand-up-Paddle. Schon andere Sachen wie Surfen oder Segeln aus? Ja, wir sind schon gesegelt. Und was gefällt euch besser? Das Nachziehen. Dann tun wir mit dem Motorboot ein Brett anhängen und dann setzen wir uns aufs Brett. Ihr seid wahrscheinlich schon die ganze Woche hier. Was gefällt euch besonders gut hier am Neusiedlersee? Dass Spaß und Abkühlen. Die einstige Segelschule gibt es bereits seit 1967. Anfang der 80er Jahre wurde Surfen immer beliebter und die Schule zog mit ihren Angeboten nach. Seit einigen Jahren kann man hier auch neuere Wassersportarten ausprobieren, wie Stand-up-Paddeln oder Kiten. Hier in Möbis eine private Stelle. Das heißt, da haben wir wenige Leute und dann jeder, egal Kinder oder wer, Kiten lernen will, das ist optimal. Und ich unterrichte jetzt 7 Jahre lang. Das ist meine Erfahrung. Ich war auch oft mit mehreren Plätzen, aber das ist eine private. Wie fühlt ihr eure Privatstelle? Das ist ideal für jeden Anfänger lernen. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile, aber der Vorteil, weil es so untief ist, die Kinder haben immer die Sicherheit, dass sie unter den Füßen Boden haben. Auch die Kleinen, selbst die 8-9-Jährigen sind bei uns ständig im Wasser. Natürlich müssen sie Schwimmwesten tragen, aber sie haben immer ein gutes Gefühl, weil sie ständig Boden unter den Beinen haben.